einen wunderschönen guten Tag zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute sehen wir das Tier 6 Schlachtschiff Arizona von Veribel eingeschickt. Vielen Dank, Veribel, an dich dafür. Und wer auch ein Replay einschicken will, unten in der Videobeschreibung, ganz einfach. Es ist nicht viel, was du dafür tun musst. Dann schickt es gerne. Ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd. So, aber jetzt wird es gleich interessant, denn hier ist die Perf sehr, sehr nah, sehr close. Und da haben wir schon mal einen vernünftigen Treffer mit zwei Zitadellen. Und seine La Galisonnière hat hier auch kein Problem, denn die sieht die Torpedos ohne größere Probleme. Ja, schöner Auftakt in dieses Gefecht. Kann man mal so machen. Mal schauen, was dann in Nürnberg reißt, denn die ist auch nicht weit weg. Aber weit genug dafür, dass er da jetzt nicht draufballern kann. Aber jetzt passt's. Jetzt ist der Winkel nämlich gut. Also natürlich hätte er gerade draufballern können, aber der Winkel war einfach nicht schön. Aber wenn sie sich so jetzt reindreht, dann könnte er schon mal... Ach schade, ein bisschen zu weit, ein bisschen näher und da hätte schon richtig nochmal rumsen können. Na, jetzt hat er da einen kritisch beschädigten Hauptturm. Also gerade sind so die sexy Ziele alle nicht so greifbar, aber ist ihm egal, er nimmt die Nürnberg auch so. Auch wenn der Damage nicht der dickste war, aber irgendjemand muss ja den Kill machen und da sagt er, gut, mache ich hier, ich bin Freiwilliger. So, er steht ja jetzt fast, also er will ja jetzt auch nicht auf den Gegner scheinbar drauf fahren, sondern er hält sich da jetzt ein bisschen bedeckt. Den Punkt hat er auf jeden Fall jetzt mal eingenommen, also Caesar gehört ihnen. Da konnte auch der Gegner jetzt nicht großartig decappen. Mal schauen, was da die Könige zu einstecken muss. Ja, 12.000, das kann man mal lassen, du. Und jetzt kommt da gleich hinter ihm was rum. Da hat er auch einen Blick drauf. Auf die Furutaka und die Bocconi. Ein bisschen was hat er jetzt auch an Hitpoints lassen müssen, aber er kann sich da wieder heilen. Also von dem her alles wirklich halb so wild. Und jetzt sehen wir, da kriegt er gleich ein richtig schönes Ziel. Und da schauen wir mal, ob es da jetzt nicht wieder rappelt im Karton. Nicht mal 9 Kilometer, ja. Und da reicht die Zitadelle, da ist der Kill. Sehr fein gemacht. Und die Furutaka ist auch jetzt richtig nah. Auch da könnte es jetzt gleich nochmal scheppern. Jetzt muss er natürlich erstmal wieder die Zeit überbrücken, bis er nachgeladen hat. Man sieht schon, die dreht er auf ihn rein. Nicht mal 6 Kilometer. Und jetzt dreht er die Furutaka ein, dass sie die Torpedos nicht bekommt. Dementsprechend hat er aber hier die Chance, da richtig jetzt mal ein Feuerwerk loszulassen. Und auch da die Zitadelle und der Kill. Also alles, was hier auf den C-Cap kommt, wird einfach vernichtet. Ganz gnadenlos, ohne Probleme da zu haben. Der kennt da einfach keinen Spaß. Der denkt sich, das ist mein Cap. Und den habe ich auch. Da kommen noch ein paar Torpedos durchs Wasser gerauscht, aber auch das kein Problem. Und die New Mexico, die steht da fast. Das könnte jetzt ein tolles Ziel werden. Er kommt jetzt auch mit allen Kanonen drauf. Mal schauen, was da jetzt so scheppert. Boah, die schauen nicht schlecht aus.
12.000 da nochmal und danach nochmal eine schöne Salve. Also die New Mexico und er in Arizona haben da der gegnerischen New Mexico mal ordentlich gezeigt, wo der Bartle moscht heute, wie man so schön in Bayern sagt. Dann nochmal 19.000 mit der Zitadelle, also die New Mexico, die muss der jetzt richtig einstecken. So, und da bekommt die Fuso auch noch ein paar Torpedo-Hits. Dementsprechend jetzt mit 7.500 Hitpoints. Sehr, sehr spannendes Ziel. Braucht nicht mehr viel, um den zu versenken. Und das wäre ja schon die Krake. Also ging dann unfassbar schnell. Aber er merkt schon, ah, das Ziel ist nicht so geil. Vielleicht einfach auf die Aufbauten draufballern. Jetzt hat er auch 5.000. Jetzt, Junge, mach einfach. Ah, nein, jetzt rennt sie rein. Sehr gut. Da wartet er noch ein bisschen ab. Und jetzt schießt er los. Kriegt er jetzt schön die Aufbauten hin. Und da macht er auch den Kill. Holt sich die Krake. Bestens. Besser kann man es einfach nicht machen. Jeder kommt hier einzeln auf den C-Punkt draufgefahren. Und er macht sie dann der Reihe nach weg. Die Omar, die kann er jetzt gerade noch nicht beschießen, denn die ist da hinter der Insel, aber wenn sie da ein bisschen dahinter vorkommt, dann kannst du auch nochmal gleich scheppern. Aber hat jetzt keine Sicht mehr drauf. Da braucht er einen Spot, aber scheinbar bekommt er den nicht. Jetzt muss er immer nach vorne ein bisschen aufpassen, dass da nicht plötzlich jemand rumjolot. Da ist die Omaha aber auch schon direkt wieder zu. Ungutes Ziel. Mal schauen, wie die jetzt kommen. Vielleicht ein bisschen spät, aber schaut nicht schlecht aus. Aber in der Tat dann doch nicht so richtig zwingend. Die New York, die hat da nicht so viel gefressen. Die König, die ist aber ein spannendes Ziel und mit 3 Kilometern auch unfassbar nah. Also da können sie jetzt gleich richtig, richtig scheppern. Aber er ist halt noch im Reload. Die Sekundären der König schießen da schon fleißig. Er brennt natürlich auch da. Wie soll es auch anders sein? Das Gefecht selber 5 gegen 4 ist noch sehr knapp, aber jetzt könnte er da schön seitlich drauf schießen und da macht er 13.000 Schaden knapp. Und jetzt muss er da ein bisschen eindrehen, dass ihm nicht das gleiche Schicksal ereilt. Ist er jetzt im Close Combat gegen das deutsche Schlachtschiff König? Aber ich denke mal, das dürfte recht simpel werden. Wäre denn da das bessere Ende am Ende haben wird? Ja, Ende. Naja. Da hattet ihn leider die Fuso den Kill geklaut, aber egal. Denn jetzt kommt dann die Leander. Also er hat hier absolut keine Zeit, um durchzuatmen. Und die Leander, die kommt jetzt auch seitlich nicht so wirklich schön. Aber, oh, die dreht ein. Nee, doch nicht. Scheißegal, einfach mal drauf. Braucht nicht eindrehen. 2 Zitadellen und den Kill. Und da ist jetzt noch die Dunker vor ihm. Jetzt kann er sich Gott sei Dank auch wieder heilen. Wahnsinn, was er hier abballert und was er auch da an Aufgabe vor sich hat. Also ist jetzt nicht so, dass er so von hinten einfach mal reinsnipen kann, sondern nein, ganz im Gegenteil. Er muss da richtig arbeiten für seinen Damage. Oh, 2 Brände direkt.
Aber das wird sofort bestraft mit 18.000 Schaden auf die Dunker. Sein siebter Kill und 151.000 Damage. Natürlich muss der Brand gelöscht werden. Aber jetzt ist es dann nur noch 5 Schiffe gegen ein. Und das, was er da am Ende abgeliefert hat, ist sagenhaft. Also mit wirklich kaum Backup, das alles hier so gemanagt. Chapeau und Hut ab. Gut gemacht. Und jetzt die New York. Mal schauen, ob da noch was drauf geht. Auch hier nochmal eine Zitadelle. Auch hier nochmal 28.000 Damage. Wahnsinnig. 180.000, 130 Schaden. Und damit ist das Replay auch so gut wie zu Ende. Wir werden von ihm keinen Hit mehr sehen. Denn leider kriegt er seinen 8. Kill nicht. Trotzdem hat er das sensationell rausgespielt. 7 Kills, 180.000 Schaden und ein furioses Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.